Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich hatte das schon mal ausgepackt, aber ich hatte mein Mikrofon vergessen. Deswegen filme ich das jetzt einfach nochmal. Ich habe es auch mit der Miros App schon verbunden und so. Da werde ich dann gleich auch noch was dazu sagen. Und ich werde sie dann auch gleich mit, also die neue Lampe mit der kleinen Miros vergleichen. Und euch da ein bisschen was zu sagen. Aber erstmal packen wir aus. Deswegen habe ich mich für die Perspektive entschieden, weil sonst hinlegen ist hier nicht, wenn ich den von oben mache, rollt sie weg. Von oben sieht man auch nicht so viel. Deswegen nochmal von der Seite. Wir haben halt Anleitung. Das ist, glaube ich, für Apple Home. Und hier sind noch technische Daten. Was ich euch sagen kann, die sieht richtig geil aus, die Lampe. So. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Und ein weiterer Pluspunkt ist, im Gegensatz zu anderen smarten Tischlampen und so, oder allgemein Nachttischlampen, die ich bis jetzt gesehen habe, wir haben einen richtigen Stecker. Einen richtigen Stecker. Nehmen wir mal gleich einstöpseln schon mal. So. Und wir werden die Miros hier auch schon mal einstöpseln. So. Und die mal ausmachen. So. Ich werde euch mal nach unten richten. So, dann stellen wir mal die Miros hier am besten so ein bisschen daneben, dass ich euch das so ein bisschen erklären kann und zeigen kann. So. Wir gucken uns die gleich auch ganz genau an. Also vom Optischen hat die was. Die sieht wirklich richtig geil aus, weil ihr seht, hier ist ja nur Plastik. Und hier haben wir praktisch das ist auch so weißes Plastik, aber oben drüber nochmal eine durchsichtige Plastehülle. Die sieht man im Video, denke ich mal, ganz schlecht, aber ich werde es versuchen, euch gleich noch zu zeigen. Wir haben hier oben dann einen An- und Ausschalter. Also wir haben hier nirgendwo weiter irgendwelche Schalter oder Knöpfe. Nirgendwo. Da ist ja halt der Eingang für Strom und ein QR-Code-Scanner. Und der Schalter hier oben macht alles. So, im Gegensatz zu klein. Bei der kleinen haben wir hier links und rechts halt einen Schalter, WLAN und halt hier an und aus oder die Leuchte, also die Farbe einstellen. Hier geht es aber jetzt kein richtiges Warmweiß oder Weiß. Das ist alles so ein bisschen gelblich gehalten. Werde ich euch auch alles gleich noch zeigen, wenn wir sie anmachen. Im Vergleich, Größenvergleich seht ihr das, den Unterschied. Ich hatte die damals auch von Miros bekommen, also die habe ich auch von Miros bekommen, deswegen hier steht hier irgendwo Werbung und haben gefragt, ob ich die mal vorstellen wollen würde. Und die hat mich sehr interessiert. Vom Optischen gefällt sie mir so besser als die Gosund-Lampe, hat aber auch noch einen Nachteil, was die Gosund-Lampe nicht hat, was vielleicht beim zweiten Modell nachgerüstet wird. Kommen wir aber später dazu. Ich hatte die kleine damals gekriegt, also das müsste sogar, glaube ich, die sein, die ich damals bekommen habe und habe mir dann noch eine zweite gekauft. Und die heißt jetzt Sofalampe links und die andere heißt Sofalampe rechts, weil die links und rechts vom Sofa stehen. Jetzt sieht man das nicht so. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist, aber am Nachttisch, also bei mir, wenn sie bei mir auf dem Nachttisch ist, dann hat die so ein leichtes rotes Leuchten die ganze Zeit gehabt. Ist jetzt nicht mehr, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Aber auch auf dem Sofa oder so hat die ein leichtes rotes Leuchten gehabt, wenn sie aus war. Also hat ganz leicht in der Mitte rot glimmt sozusagen, was mir ein bisschen nicht so gefallen hatte, vor allem nachts, wenn alles dunkel sein soll. Deswegen habe ich die beim Sofa stehen und weil so die Farben auch sehr kräftig sind. Hier sind die Farben, das kann ich schon mal verraten, weil ich ja eben das Video schon mal gemacht habe. Noch ein Stück kräftiger, noch ein Stück heller. Das werdet ihr auch gleich sehen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, verbinden ist ganz leicht. Im Gegensatz aber machen wir mal heller.
Im Gegensatz zu der kleinen Lampe. Wenn ihr die, also damals, wo ich die verbunden habe, hat die geblinkt. Die habe ich angesteuert. Hat er gefragt, ist das die? Du willst ein Gerät hinzufügen? Ja. Und dann hat er gefragt, was für ein Gerät willst du hinzufügen? Eine Lampe. Und dann hat die schnell geblinkt und dann hat er die auch gefunden dann. Und dann hat er gleich Fritzbox gefragt und hast nicht gesehen. Und dann habe ich die ruckzuck war die am Netzwerk. Hier bei der großen ist es ein Stück anders. Die hat nicht geblinkt, aber man kann hier oben drauf gedrückt halten. 5 Sekunden, wenn sie aus ist, und dann blinkt die kurz. Und dann muss man sich mit dem WLAN, also da steht dann Meros. SL oder MLX, noch irgendwas, keine Ahnung. Und mit der muss man sich dann verbinden. Das WLAN, also in der App. Ja. Sagt dann, welches WLAN willst du nehmen? Und dann nimmst du die. Und dann fragt er danach, oh, ich hab's gefunden. Und dann fragt er nochmal nach WLAN. Dann nimmt man dann die Fritzbox. 2,4 GHz, nicht 5 GHz. Ich weiß es nicht, wie es bei den Geräten jetzt ist. Ob die da Probleme haben, wenn beides über eine Frequenz kommt. Ich weiß es nur beim Fire TV und bei einigen Funksteckdosen, dass die Probleme haben, wenn ein Signal kommt, also Fritzbox 79, Quatsch, 7590 und da ist 2,4 und 5 GHz drin. Deswegen gebe ich euch den Tipp, schaltet das am Anfang einfach mal 5 GHz in der Fritzbox aus oder macht es so wie ich. Trennt 2,4 und 5 GHz, kann man auch in der Fritzbox machen. Sagt man möchte zwei Quellen haben und ich habe das eine halt 2,4 und das andere 5 GHz genannt. Und dann stelle ich mit dem Handy halt immer 2,4 GHz ein, wenn ich sowas einrichte und dann ist das auch schick. Dann läuft das auch. Weil mit 5 GHz haben die halt, wie gesagt, noch Probleme. So, dann werden wir mal anmachen. Ich werde jetzt versuchen, das A-Wort erstmal zu vermeiden. Und gehe jetzt erstmal in die App rein und mache die beiden jetzt hier an. So. Später. Ich werde euch das auch gleich noch zeigen. Mann. Ich will in die App. So. Bei der kleinen stelle das oben auf Türkis. So. Da haben wir nur Farbe und kann halt nur die Farbe einstellen. Bei der großen, ach, jetzt zeigt die ausgemacht. So, bei der großen haben wir Farbe und wir können aber auch noch weiß nehmen und können dann halt, indem wir das Drehrad hier bewegen, ich mache mal ein Stück beiseite, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht, zwischen weiß und diesem gelben hin und her wechseln. Ich finde dieses Gelbe eigentlich sehr angenehm, muss ich dazu sagen. So, und wir sind jetzt gerade mal bei 55%. Ich mache die mal volle Pulle. So, jetzt machen wir Farbe. Farbe ist jetzt auch volle Pulle. Und ja, beide sind sie türkis. Macht sich so ein bisschen doof, wartet. So, beide sind sie jetzt türkis. Also den gleichen Farbton. Ich werde jetzt mal beide auf lila machen. So, jetzt sind sie beide lila. Da sieht man dann nicht wirklich einen Unterschied. Jetzt machen wir mal gelb. Gelb. Und hier auch auf gelb. So, da sieht man auch keinen Unterschied. Moment. So. Ach, jetzt kommt der Kater. Ja, ist ja gut, Tickerchen. So, jetzt nehmen wir mal ja, grün. So. Aber wie gesagt, warte mal, ich lasse mal kurz grün. Ich werde jetzt das A-Wort sagen. Also am besten jetzt kurz pausieren und euer A-Punkt-Gerät
ja, stumm schalten. Alexa, Sofalampe links türkis. Alexa, Smart Light türkis. Alexa, Smart Light türkis. Ich habe die einfach nur Smart Light genannt. Da seht ihr einen großen Unterschied. Jetzt, ich habe beide türkis gesagt. Und ich bin in der App. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich bin nicht genau bei Türkis. Ich bin ein Stück daneben. Also noch ein bisschen mehr im grünen Bereich. Richtig Türkis wäre dann praktisch. So. Und dann sehen sie wieder gleich aus. Das ist so ein kleiner Fehler, dass das halt ein bisschen zu weit im grünen Bereich ist, wenn ich sage Türkis. Ist aber nur ein ganz kleiner Fehler. Die sind jetzt beide auf 100%. So, wir können, wenn wir schon bei der App sind, wir können in der App praktisch dann halt das Symbol ändern. Wir können ein Foto machen und oder von dem Ort, wo die Lampe steht. Wir können die LED ausmachen. Die LED ist praktisch die LED, die zeigt, dass Strom an ist. Wartet, da ist er. Seht ihr das? Wartet, ich mach die mal aus. Zack. Und wieder an. Die können wir an- und ausschalten. So, dann sagt sie uns halt, dass wir in Europa sind. Berlin. Standort gehe ich jetzt nicht genauso rauf. WLAN-Signal 76%. MSL 430. Firmware-Version 4.1.1.2. Aber wir können jetzt hier direkt. Hardware-Version 4.000. Wir können jetzt hier kein Update darüber machen. Ob es jetzt so nicht funktioniert oder kein Update zur Verfügung ist. Firmware-Update neu. Smart Ambilight hat ein Update. Smart Light doch hat ein Update. Und die Sofalampe links und Sofalampe rechts sind auf dem Laufenden. So, dann könnt ihr die auch sehen. Also die sind in der gleichen Kategorie, weil Lampe, aber ich habe ja auch noch Steckdosen drin und so. Jetzt aktualisieren wir einfach mal die Firmware, die geht jetzt aus, also nicht wundern. Und gucken mal, ob dann irgendwie was anders ist. Vielleicht ist dann schon der Fehler mit Türkis behoben oder so. Müssen wir mal gucken. Das ist dann die Version 4.0, 4.2.3. Ah, jetzt ist er an. So, jetzt sind sie alle auf dem Laufenden. Also das sieht dann so aus. Steht dann auf dem Laufenden. Und ich habe ja noch, natürlich auch noch andere Geräte. Da sind jetzt keine Updates verfügbar. Smart Plug, Outdoor Plug und Search Projektor. So. So sieht das dann aus. Bürosteckdose. Keine Ahnung, wo die jetzt ist. PlayStation. Achso, der Smart Plug ist die PlayStation. Also ist halt nur ein einzelner Stecker. Ambilight. Ambilight Outdoor. Search Protector. Also Search Protector, das ist dann halt die Steckdosenleiste. So. Alexa? Smart Light Türkis. Wieder nicht. Ist wieder so ein Stück rüber.
So, jetzt habe ich. Aber jetzt sieht's, auch wenn ich's treffe, nicht ganz so aus. Also ist halt. Also ich finde es mit diesem Steuerrad echt doof. Und jetzt seht ihr wirklich, dass da ein Unterschied ist und ich kann es halt jetzt nicht genauer einstellen. Seit dem Firmware-Update. Also da müssen sie nochmal nachpatchen. Ich nehme jetzt einfach mal lila und wir gucken uns mal lila an. Alexa, Sofalampe links lila. Das soll lila sein? Die ist wirklich auf lila. Also entweder kommt mir das jetzt nur so vor. Das ist lila. Alexa, Sofalampe links rot. Alexa, Sofalampe links lila. Also die wird mir auch lila angezeigt. Aber sie spinnt rum, die App. Oder die Lampe. Wenn ich dann halt ein bisschen bewege. Und auf lila mache, dann ist sie lila. Also das ist so ein kleiner. Kleine Macke, also das war vorher nicht. Aber die sieht lila, mehr lila aus. So, wir machen jetzt einfach mal. Blau. Und die machen wir auch blau. So, die sind jetzt beide blau. Blau ist ein schönes Licht. Wir können jetzt noch Gerät entfernen. An- und ausmachen, logischerweise. Auch halt direkt über die App. Und wenn ihr dann halt. Ich bin von anderen Apps halt gewöhnt, dass ich dann den Namen drücken muss von dem entsprechenden Gerät, um da reinzukommen in die Einstellung. Nee, hier ist es wirklich den Stiftsymbol drücken. Und da hat man dann auch nochmal an- und aus, was man hier drücken kann. Aber ich lasse das jetzt mal so. Ich zeige euch jetzt nochmal. Einmal drücken ist an. Ja. Ich gehe mal ein Stück zurück, dass ihr das sehen könnt. Zweimal drücken ist aus. An. Und wenn man einzeln drückt, kommt man hier zu den verschiedenen Farben. So. Und der Nachteil, warum ich die Gosund jetzt zum Beispiel als Nachttischlampe habe, ist, ich habe mein Handy, mein Ladegerät ist am Nachttisch. Und dann mache ich dann halt dran. Und dann lege ich mein Handy auf den Nachttisch und mache dann vorher mit der unteren Ecke oder mit der oberen Ecke, je nachdem wie ich es gerade in der Hand halte oder komplett so, und lege es dann hin. Und dadurch, dass ich dann halt draufklappe, geht die Gosund an und aus. Das ist bei der jetzt leider noch nicht. Vielleicht kommt es beim nächsten Modell. Aber ich werde die jetzt auf jeden Fall weiter testen. Ich weiß noch nicht, wo ich sie mir genau hinstellen werde. Aber ich werde da schon einen schönen Platz finden. So. Wo wir sie hinstellen. Und dass ich sie noch ein bisschen testen kann. Mit der Farbgenauigkeit über die App läuft hier eigentlich ganz gut. Ist mit der kleinen ein bisschen. Schwierig, aber lila geht jetzt hier zum Beispiel bei der Kleinen gar nicht. Da muss man dann immer nur nachstellen. Rein optisch, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier seht ihr das, dass da Lücke ist zwischen meinem Finger und dem Weißen. Ja, rein optisch ist die Hingucker. Die sieht wirklich schick aus, ist clean. Die fällt mir optisch sehr, sehr gut. Ich packe die aber mal ordnungsgemäß weg, dass sie nicht zerkratzt und so. Jetzt müssen wir gucken, wo wir sie hinstellen. Einen schönen Platz finden. Und um die weiter zu testen. Ob sie denn halt auf lange Sicht auch halt das macht, was sie soll. Oder dann nicht einfach mal
den Geistduft gibt oder so. Also wie gesagt, die Meros, die kleine Meros, die habe ich mir damals zusätzlich noch gekauft, weil ich brauchte ja für beide Nachttischschränke, ich habe ja nur eine gehabt, für beide Nachttischschränke eine Nachttischlampe. Bei der kleinen ist es halt nicht so schön, weil wir da nur bunt haben. Und wenn du dann kannst zwar gelb machen im Schlafzimmer, gelb ist aber nicht das wie warmweiß und so. Wenn du dann vielleicht abends noch was lesen willst oder ein bisschen Licht brauchst oder so für irgendwas, dann ist das halt wesentlich besser, so eine die größere zu haben, wo auch wirklich richtig Licht geht. Ist viel angenehmer. Wirklich viel, viel angenehmer. Die kleinen, die sind so smarte Lichter, die kann man sich auf Sofa ballern, in den Schrank ballern oder so, um ein bisschen Ambilight zu haben. Dafür sind die schön. Und da habe ich jetzt praktisch, deswegen heißt die eine Sofalampe links, die andere Sofalampe rechts, weil die stehen links und rechts vor meinem Sofa und machen mir dann, wenn ich dann zum Beispiel mein Bild dann anhabe, machen die mir ein schönes Ambilight-Licht. Dann machen sie das dann schön türkis oder unten die sind türkis, Bilderrahmen ist gelblich. Da kann man ein bisschen rumspielen mit den Farben, wie es einem persönlich halt besser gefällt. Da ist jeder frei. Einbinden funktioniert gut. Qualität sieht auch sehr gut aus. Jetzt müssen wir testen, wie sie sich jetzt über längere Zeit schlägt. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wie ihr seht, Nachteile hat sie halt trotzdem. Aber ja, mal gucken. Also mehr kann ich dazu jetzt zum ersten Hands-on und Benutzen ja noch nicht sagen. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.